bin Caroline Müller-Dohle. Ich arbeite hier als Operndramaturgin am Staatstheater und ich habe Literatur, Kunst und Medien studiert nach meinem Abitur und hatte immer eine sehr große Leidenschaft für die Oper und fürs Theater. Und dann habe ich entschieden, dass ich künstlerisch arbeiten möchte und in den Produktionen sein will. Ich bin Caroline Müller-Dohle. Ich arbeite hier als Operndramaturgin am Staatstheater und mein Werdegang ist, ich habe Literatur, Kunst und Medien studiert nach meinem Abitur und hatte immer eine sehr große Leidenschaft für die Oper und fürs Theater und dann hat mich meine erste berufliche Station nach München geführt an die Bayerische Staatsoper. Da war ich 3 Jahre in verschiedenen Positionen vom Pressebüro über das Intendanzbüro zur Online-Redaktion, die ich dann übernommen habe. Und dann habe ich entschieden, dass ich künstlerisch arbeiten möchte und in den Produktionen sein will. Und dann habe ich mein Masterstudium in Dramaturgie in München an der Theaterakademie August Everding gemacht. Und ja, meine erste Stelle als Dramaturgin habe ich hier in Darmstadt bekommen vor einem Jahr. Ein direktes Motto habe ich vielleicht nicht. Ein sehr guter und Dramaturg, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, Dramaturgie ist Gast geben. Und was heißt das? Zum einen, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig und schön, in künstlerischen Prozessen beteiligt zu sein und mitzuhelfen, Ideen auszugraben, Erzählungen zu finden, auch den Weg zu finden, wie man etwas erzählt. Und die andere große Seite der Dramaturgie ist Vermittlung. Das heißt, wir vermitteln die Formate ans Publikum, wir schaffen die Verbindung zwischen Theater und Zuschauenden. Und ich finde, das ist irgendwie ein schöner Begriff dafür, weil es was sehr Gemeinschaftliches ist und immer eine Art von Teamwork und nie alleine passiert. Warum ich das sonst noch mache, ist, ich denke, im Musiktheater und in der Oper gibt es noch sehr viel zu tun. Also im Sprechtheater hat sich ja schon eine große Wandlung vollzogen. Wie erzählt man Geschichten heutig? Und ich glaube, da gibt es in der Oper noch ein großes Betätigungsfeld und das ist eben ein großes Anliegen von mir, zu überprüfen, was für Stoffe wir spielen und was wir damit zu tun haben heute, was sozusagen die Erzählungen sind, die uns etwas geben, die ein heutiges Menschenbild transportieren. Und da ist so mein größter Arbeitsbereich, künstlerisch, würde ich sagen. Ich habe ein Buch mitgebracht, wie soll es auch anders sein bei Dramaturgen? Ist so ein bisschen das Klischee, aber tatsächlich habe ich überlegt und dieses Buch hat eine sehr enge Verbindung zu mir. Es ist schon ganz zerlesen, man sieht es ein bisschen vielleicht. Das ist der Zauberberg von Thomas Mann. Das habe ich gelesen, als ich Anfang 20 war und es ist tatsächlich ein Buch, das mich immer wieder begleitet und ich habe mal überlegt, wirklich in jeder Produktion auf irgendeine Weise eine Rolle gespielt hat. Oder wenn man sich mit größeren Fragen auseinandersetzt, gesellschaftlichen Fragen, ist es immer wieder ein Buch, das mir in die Hände fiel. Und das ist einfach, weil Thomas Mann in dieser Mini-Gesellschaft, die da so abgeschieden auf dem Berg ist, die Mechanismen, die zwischen uns passieren, sehr gut offenlegt. Und eben alle großen Fragen von, wer ist krank, wer ist gesund, was ist überhaupt Krankheit, dann geht es um Liebe, natürlich um Philosophie, um Politik. Es geht ganz viel auch um Kunst und Musik. Also da ist irgendwie alles drin, aus einer Sicht von vor 100 Jahren, das muss man auch dazu sagen. Es ist kein aktuelles Werk, aber es ist irgendwie stark mit mir verwoben. Es spielt vielleicht auch eine Rolle, weil ich aus den Bergen komme und das natürlich der Schauplatz mitten in den Bergen ist und vielleicht hat das auch noch eine persönliche Note darin. Also erstmal war, glaube ich, schon so eine Art Schockstarre, die hat aber tatsächlich nur relativ kurz angedauert. Und was wichtig war am Anfang, glaube ich, war ein Lebenszeichen zu senden, also zu sagen, hallo, wir sind noch da und wir arbeiten weiter. Das ist nicht einfach von der Bildfläche verschwunden und dann kam wirklich sehr schnell, ich glaube 2 Tage nachdem wir nach Hause geschickt wurden, oder ich glaube sogar noch an dem Tag die Idee, dass wir ein Format erfinden, das sozusagen jeden Tag einen Gruß schickt von den MitarbeiterInnen des Hauses. Und das hieß die tägliche Dosis, das lief sogar, ich glaube, 2 Monate jeden Tag. Und
Das fing sehr improvisiert an. Also da gab es dann erstmal so Grüße aus dem Homeoffice oder Tanzstunden oder so etwas von den Leuten, die eben dann zu Hause saßen. Und diese tägliche Dosis hat sich aber auch ein bisschen entwickelt dahin, dass man vielleicht über Projekte, die gerade angestanden wären, ein kleines Videoformat gemacht hat. Meine Erfahrung jetzt auch als Dramaturgin ist tatsächlich, dass Prozesse und die Menschen, die dahinter stecken, ein ganz, ganz großer Anknüpfungspunkt sind. Also irgendwie abstrakt über Musik und Kunst zu reden, das hat total seine Berechtigung, aber das, was, glaube ich, Leute wirklich fasziniert und auch bindet, ist, wer macht das eigentlich und wie denken die Menschen darüber nach? Dann kam der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir machen eigentlich sehr langwierige künstlerische Prozesse und überprüfen alles sehr oft gegenseitig, bis etwas auf die Bühne kommt. Und eigentlich ist das der Anspruch, den wir auch, was die Produktionen angeht, haben wollen. Also das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen losgelöst von dem Social-Media-Projekt, was eigentlich die tägliche Dosis war. Und dann haben wir geguckt, was gibt es für Stoffe, die wir gerade eh schon an der Hand haben oder machen würden nächste Spielzeit, die sich jetzt eignen würden für eine andere Umsetzung. Und Teil davon war eben auch die Dichterliebe. Was wir aber auch sehr bewusst wahrnehmen wollten, war der Punkt zu sagen, es gibt jetzt eine Art von Inhalten und es läuft nicht alles genauso weiter, wie wir es irgendwie seit Ewigkeiten machen. Und das ist auch ein guter Punkt, um mal zu reflektieren, warum machen wir Theater und für wen machen wir es? Was ist eigentlich unsere Aufgabe oder wie verstehen wir das? Wie können wir auch diesen, Carsten Wiegand, der Intendant, hat immer gesagt, Zeitraum zwischen zwei Atemzügen nutzen, um mal zu überlegen, was wollen wir eigentlich ändern und anders machen? Und ich glaube, darin lag eigentlich auch eine große Chance. In dem Sinne, dass wir ja auch als MitarbeiterInnen da natürlich auch weiterarbeiten durften und nicht einfach total gelähmt waren. Das ist noch mal was anderes bei freien KünstlerInnen und bei Gästen, die wir haben. Das muss man auch dazu sagen. Dichterliebe war schon im Gespräch davor. Das sollte eigentlich eine Installation werden, jetzt in dieser Spielzeit. Und Franziska Angerer als Regisseurin war auch schon gesetzt. Und dann haben wir eben geguckt, was können wir jetzt umsetzen auf eine andere Art und Weise. Und da kam uns eben die Dichterliebe irgendwie so entgegen. Vor allem, und das ist ganz wichtig, finde ich, weil sie sich musikalisch und inhaltlich aus unserer Sicht sehr gut geeignet hat für das filmische Medium. Es ist nämlich keine kausale Geschichte mit Hauptfiguren, die über irgendwas sich austauschen oder verhandeln, sondern es ist ein Liedzyklus. Und dieser Liedzyklus, der ja eigentlich von Robert Schumann ist, den Christian Joost rekomponiert hat, der ist nicht so ganz einordnenbar, ne? Also da gibt es sozusagen keine Geschichte, so jetzt kommt das, so lineare Geschichte, sondern es gibt immer wieder Vor- und Rückgriffe und man weiß eigentlich auch gar nicht so genau, gibt es dieses Du oder diese Geliebte oder nicht. Und Christian Joos hat das in eine Art Klangrausch gebracht, der eine Stunde andauert, ein assoziatives Strömen, wie so ein Bewusstseinsstrom, der nie abbricht. Franziska Angerer und ich verbindet eine sehr enge Zusammenarbeit seit mehreren Jahren. Wir haben schon viele Projekte zusammen gemacht und wenn man sich auf so was Neues einlässt, also auf so eine neue Spielart sozusagen, glaube ich, ist es gut, wenn man sich sehr gut kennt und weiß, wie man zusammenarbeiten kann. Und dann kam eben noch Fabio Stoll dazu, der, was heißt dazu? Also er hat die Bildgestaltung gemacht, er hat sozusagen alle Bilder gemacht und er kommt tatsächlich vom Film. Wir beide kommen vom Theater, vom Musiktheater. Und diese Kombination war, glaube ich, ganz toll, weil uns sehr wichtig war, nicht einfach was abzufilmen, also nicht ein Stück zu machen und dann mal halt da die Kamera drauf zu halten, sondern wir wollten das von Anfang an wirklich filmisch denken, also mit theatralen Mitteln arbeiten, aber als Film, als grundständiger Film. Also Geräusche als Musik sind ein sehr spannendes Thema. Das hat der Komponist John Cage so geprägt. Der hat irgendwann gesagt, man kann sich eine Beethoven-Symphonie anhören, aber man kann auch sich einfach mal ans Fenster setzen und den Autos zuhören. Das ist ungefähr das Gleiche. Und das ist irgendwie, steckt da was sehr Faszinierendes drin. Und ich glaube, diese Geräuschebene, die im Film eben dazu kommt, die ist auch sehr wichtig, weil wir haben gemerkt, wenn wir es ohne Geräusche angeschaut haben, war das total weit weg von uns. Also hat das irgendwie, war das so distanziert und steril.
Der Splitscreen in Dichter Liebe war, glaube ich, von Anfang an ein Versuch. Also da geht es ja immer um dieses vermeintliche Du. Also die Suche nach irgendeinem Gegenüber, nach einem Seelenpartner, nach einem Menschen, den es da noch gibt. Und das ist erstmal eine Setzung von zwei. Also genau. Die romantische Liebe, wie wir sie definieren und wie auch Schumann und denke auch Joos sie definieren, ist immer 1 plus 1. Und das stellen wir ja in Frage. Aber das war erstmal eine Grundsetzung, die dazu vielleicht ganz gut gepasst hat. Dann gibt es in der Dichterliebe eigentlich eine starke Auflösung von Zeitlichkeit, weil wir eben nicht wissen, was wann passiert und wann dieses Verlassen stattgefunden hat oder ob es die Person überhaupt gab. Und mit diesem Splitscreen lassen sich so zeitliche Differenzen ganz gut etablieren und vor allem eine Aufhebung einer Zeitlichkeit. Also vielleicht ist im einen Bild der Apfel schon weiter gegessen als auf der anderen Seite und das bringt sozusagen ein bisschen die Linearität, setzt sie außer Kraft. Und dann, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt beim Musiktheater, dass der Schnitt wirklich auch eine visuell-rhythmische Funktion hat. Und das ist gerade bei so einem komplexeren Werk, wie bei Joost, hat sich das sehr angeboten, weil man Schnitte wirklich, man hat eben nicht immer harte Schnitte, sondern man kann auch ineinander gleiten, man kann auch was kontrastieren, es kann auch mal eine Seite leer sein, aber es bietet einfach auch noch mal eine größere Spielmöglichkeit. Ich denke, wir leben in einer totalen Mehrsträngigkeit von Ereignissen permanent, die parallel ablaufen. Und das ist toll, vor allem im Musiktheater, weil man auch schon einfach mehrere Ausdrucksspuren hat, mit denen man eh immer arbeitet. Und gerade im Film durch diese zwei Bildhälften konnte man das sehr, sehr toll gegeneinander ausspielen oder Sachen parallel laufen lassen. Also ich denke, das bildet auch ein Stück weit in einer sehr reduzierten Form ab, wie wir so unterwegs sind jeden Tag. Da findet so eine Art Abschied nehmen von der Liebe zum Du statt und das lyrische Ich begibt sich wirklich hinaus in die Natur. Und das ist so der Sehnsuchtsort, an dem so eine Art von Ganzheitlichkeit erfahren werden soll oder so eine Art von paradiesischem Urzustand. Franziska Anger und ich haben uns auch in Stücken davor sehr viel mit den neuen Materialisten beschäftigt, mit Donna Haraway und Bruno Latour, die eben von einem ganz anderen Verständnis zwischen Mensch und Natur sprechen, in dem der Mensch nicht in der Natur ist, sondern Teil der Natur, also in dem es eine wirkmächtige Natur gibt, die auch ein Akteur ist, den wir sowohl als auf politischer Ebene als auch auf philosophischer Ebene als gleichberechtigt ansehen. Und für uns war in der Konzeption eben irgendwann so die Frage, wie schaffen wir die Reise von einem romantischen Liebesideal, das ein Du betrifft, zu einem Liebesbegriff, der vielleicht viel großflächiger ist, der die Abhängigkeit, also das unbedingte Anerkennen der Abhängigkeit von einer Natur, die uns umgibt, umfasst. Wir wollten unbedingt einmal klar erzählen, wo wir herkommen. Also das ist irgendwie das Theater, da haben wir das produziert und wir sind auch Theaterleute. Das behauptet nicht, ein Film zu sein, der so in der Luft rumschwebt, sondern das ist ein Theaterprojekt so. Dann gibt es das Thema der Isolation in dem weißen Kubus. Das ist so, also Franziska Angerer arbeitet sehr stark mit Referenzen aus der bildenden Kunst. Die sehen ein bisschen aus wie so Edward Hopper-Räume. Da sind diese Einzelpersonen, die nie im realen Raum mit jemand anderem zusammentreffen. Und ab der Hälfte des Zyklus geht es dann langsam raus in die Natur. Eigentlich ist der Film ja so eine Suche nach Verschmelzung oder nach Abhängigkeit von dem, was uns umgibt. Und die Drehortsuche war tatsächlich immer die Frage, was für eine Natur suchen wir? Also wir haben auch lange über die Rosenhöhe gesprochen, suchen wir Natur, die vom Menschen angelegt ist? Jetzt sind wir eigentlich umgeben von Natur, die vom Menschen angelegt ist. Aber es gibt sicher Umgebungen, da sieht es wilder aus und irgendwie weniger vom Menschen beeinflusst als anderswo. Und nach den Kriterien sind wir vorgegangen. Und das ist in den Rosen ja noch viel deutlicher. Also genau, Schnittblumen sind eh was bisschen Absurdes, fanden wir immer. Da holt man sich so die Natur rein. Aber die stehen da irgendwie eine Woche, bis sie tot sind. Und das ist eben so eine Art martialischer Akt, der
auch ja vielleicht erstmal denkt man, ah, die macht die irgendwie schöner oder so und dann ist irgendwie nichts mehr übrig am Schluss. Und der Film endet ja mit dem, da löst sich auch der Splitscreen auf mit dem verwesenden Apfel und letztendlich ist jede Annäherung an die Natur irgendwie romantisch. Also ob ich mir mein Häuschen kaufe auf dem Land oder wie gesagt, ob ich mein Gemüse selber ziehe, das ist halt das ist ein Versuch, mit dem es uns vielleicht besser geht oder der uns erfüllt. Und das ist ein großes Sehnen, das es schon immer gibt in den Menschen. Aber der wirklich materialistische Gedanke dahinter ist einfach, dass wir selber Natur sind und irgendwann verwesen und zur Erde werden. Und Donna Haraway, die Biologin und Philosophin, formuliert das, Mensch kommt nicht von Homo oder Anthropos kommt nicht von Homo, sondern von Humus. Also wir sind letztendlich Kompost. Und darin steckt schon unbedingt das Anerkennen der Abhängigkeiten von dem, was uns umgibt. Und das ist eben die Reise, die dieser Film beschreibt, ist eigentlich eine Loslösung vom, nennt man es jetzt Ego oder vom Menschsein, aber da gehört einiges dazu, ne? Das ist nicht mehr romantisch. Also es ist irgendwie gar nichts. So, Verwesung ist nicht interpretierbar, das ist halt einfach da. Also natürlich hat das sehr gut in die Zeit gepasst damals. Das war ja wirklich kurz nach dem Shutdown. Und was eben auch in dem Film so ist, ist ja nicht, da wird ja kein Gefühlszustand per se gespielt oder so, sondern die Figuren oder die SängerInnen hatten eben Vorgänge, die sie da ausführen und einfach tun. So, und darüber erzählt sich ja was oder darüber entsteht vielleicht eine Figur. Aber das ist, glaube ich, nicht wertend, so die erste halbe Stunde, überhaupt der Film nicht. Aber die Szenen in dem Kubus, die sind nicht angelegt als das große Sehnen oder die große Traurigkeit, sondern das sind einfach erstmal Menschen, die gehen ihren Verrichtungen nach und die beschäftigen sich irgendwie alleine. Diese Menschen da alleine in dem Kubus, ja, die drehen sich irgendwie letztendlich um sich selber. So. Und die Frage war immer, in unserer Gesellschaft, wie finden wir ein Gegenüber, dessen Andersheit wir anerkennen können? Oder spiegelt der eigentlich nur uns selber? Also wir sind so auf uns fixiert, wir optimieren uns selbst, wir bespiegeln uns selbst so. Das ist irgendwie so das Thema, das uns heute, glaube ich, sehr stark begleitet. Aber die Andersartigkeit anzuerkennen, heißt, dass ich ein Stück weit mich selbst zurücklasse. Also erstmal zu zusammenarbeiten, muss ich sagen, dass es ein immenses Teamprojekt war und dass wirklich alle Leute, die dabei waren, von der Technik über also Licht, SängerInnen, OrchestermusikerInnen, der Dirigent, Jan Kronbock, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, einfach fantastisch war, weil man was Neues zusammen probiert hat. So, das gab es in der Form irgendwie, haben wir das alle noch nie gemacht. Jetzt Fabio Stoll kommt natürlich vom Film, der weiß, wie man mit dem Medium umgeht, aber diese Verbindung oder also dieses Zusammenspiel war irgendwie neu. Und ich glaube, auch in der Zeit waren wir alle so froh, dass was passiert und dass wir was tun können. Und da war eine ganz große Neugierde von allen. Und das ist wirklich, das nehme ich mit aus diesem Projekt, dass es kann sehr befreiend sein, wenn man nicht alles so weiß, wie es passiert und das haben wir schon immer so gemacht oder so, sondern das war irgendwie so ein gemeinsames Suchen. Und dann kommt halt dazu, dass wir auf Vorschlag von Jan Kronbrock hin das nicht mit einer Person gemacht haben, das ist eigentlich für eine Gesangsstimme geschrieben, sondern mit 8 Leuten. Und mit 8 tollen Leuten aus unserem Ensemble. Und erstmal ist es natürlich für die Erzählung toll, weil es viel kollektiver wird und eben nicht mehr von einer Person handelt. Und das Schöne war auch, weil wir einzeln mit den Leuten gearbeitet haben oder mit den SängerInnen. Das gibt es am Theater eigentlich so nicht. Da probt man vielleicht einmal einzeln oder so, aber wir haben wirklich sehr viel Zeit mit denen alleine verbracht. Und ich glaube deswegen, das macht einen ganz großen Teil dieses Films aus. Übrigens auch bei den MusikerInnen, die wir noch aufgenommen haben, dass da sichtbarer wird,
wie die sind und wie die arbeiten und dass man viel näher rankommt und dass von ihnen tatsächlich auch sehr viel darin ist. Wir sind es so gewohnt am Theater, dass man sich was überlegt, dann probiert man das mehrmals, dann ändert man es, dann verwirft man es, dann probiert man es nochmal. Also du hast sozusagen, du hast so einen Prozess von mehreren Wochen, in dem du Dinge zusammenstellst und dann auch vielleicht änderst oder verwirfst. Und beim Film, das war auch sehr neu für mich und Franziska, du musst wirklich eine Bildvorstellung haben. Also du musst wirklich wissen, wie das aussehen soll. Und das bespricht man davor und dann hatten wir immer eine, wir hatten immer eine Probeaufnahme mit jedem. Und dann guckt man sich das an, ändert gegebenenfalls nochmal was und dann hat man eben die Aufnahme. Und das muss ich dazu sagen, das entstand eben sehr stark mit den SängerInnen zusammen. Das war nicht was, was wir uns nur auf dem Konzept irgendwie überlegt haben. Aber dann ist es halt so. Und dann hat man es. Und dann hat man irgendwann einen Berg von Material und muss den in eine Struktur bringen, in eine Erzählung, in einen Rhythmus. Das ist anders. Klar, also unsere Kerndisziplin ist irgendwie ein Live-Erlebnis zu schaffen mit sehr vielen Menschen. Und das ist auch enorm wichtig. Und das Schöne war, dass wir diesen Film zurücküberführen konnten ins Theater und ihn mit dem Live-Orchester und den SängerInnen aufführen konnten im großen Haus. Das heißt, da hinten lief der Film und vorne wurde die Musik live gemacht. Und was da passiert ist, also die Wechselwirkungen zwischen den Menschen, die die Musik live spielen und die im Film wiederum vorkommen, das war wirklich ganz, ganz toll. Also das war schön, es auch an den Ort zurückzubringen. Und ich denke, Live-Musik ist auch auf eine Weise nicht ersetzbar. Ich glaube, die Frage, ob Oper zeitgemäß ist, liegt eben ein bisschen woanders, weil da geht es sehr stark um eine Öffnung des Kanons. Wie schaffen wir es, neue Stücke zu spielen oder neue KomponistInnen und AutorInnen? Und vor allem, was ist das für ein Menschenbild, das transportiert wird? Und da kommen wir einfach in der Operngeschichte immer sehr schnell an den Punkt, wo einfach Frauenbilder und Männerbilder verhandelt werden, zum Beispiel, die einfach nicht zeitgemäß sind. Und da braucht man guten Umgang damit, damit man das entweder herausstellt oder sogar damit arbeitet und umgeht. Dann denke ich, dass der musikalische Werkbegriff hoffentlich in Zukunft flexibler gestaltet wird oder damit flexibler umgegangen wird, dass man eben auch sagt, wir haben die Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen oder was dazwischen zu setzen oder sogar, so wie bei unserem Fidelio, ein neues Ende zu komponieren oder ein Ende, das das Beethovensche Ende ein bisschen in Frage stellt. Und dann glaube ich aber trotzdem, dass wir in einer sehr stark vernetzten Welt leben und uns diese technischen Geräte einfach umgeben. Die sind Teil unserer Lebensrealität und da muss das Theater schon auch damit umgehen und standhalten oder mithalten, Schritt halten. Einfach weil das unsere Realität ist. Wie schafft man es sozusagen, Technik einzusetzen, ohne dass es nur um der Technik willen ist, sondern dass es sozusagen hinter der Erzählung auch zurücktritt, ne? Dass es eine Art von Sinn ergibt, dass man eine VR-Brille aufhat oder ein bestimmtes Gadget in der Hand, weil es was zur Erzählung beiträgt und weil es den Raum der Möglichkeiten öffnet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, die große Angst bei diesen Fragen, wird es das ersetzen oder läuft es aneinander vorbei, ist ja immer, was passiert mit dem Ritual. Und das Ritual ist einfach beim Theater dorthin zu gehen an einen Ort mit anderen Menschen und dort für einen bestimmten Zeitraum wirklich zu sein in der Gemeinschaft und diesem einen Ereignis beizuwohnen. Und ich glaube, dass es, wenn es um Digitalisierung des Theaters geht, ist für mich gar nicht die Frage im Vordergrund, sitzen wir jetzt alle nur noch vor Bildschirmen, sondern einfach, wie erweitern wir den Raum der Möglichkeiten? Und das kann trotzdem noch in einem großen Haus stattfinden oder auf einer großen Bühne. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen die Angst davor verlieren, weil es geht, glaube ich, nicht darum, das Theater an sich abzuschaffen. Also das glaube ich nicht. Ja, und das war eben bei Dichterliebe ja auch so, als wir es dann nochmal live gespielt haben. Es kommt jetzt übrigens noch zweimal, es gibt noch zwei Termine im November. Das zu sehen, wie das schwebt miteinander, also wie diese zwei
Medien letztendlich miteinander funktionieren. Das war wirklich ganz toll. Also ich denke, dass man da ein bisschen unterscheiden muss, weil, also wie erzählen wir heutig und zeitgemäß und dass es die Leute interessiert, ist erstmal eine inhaltliche Frage. So, was ist das eigentlich für ein Menschenbild, das man transportiert, egal in welcher Form, egal ob im Film oder in einer klassischen Operninszenierung oder mit einer VR-Brille. Das ist erstmal, glaube ich, muss immer die Frage nach der Erzählung stattfinden. Und dann glaube ich schon, dass es bei den digitalen Spielarten sehr große Möglichkeiten gibt, zum Beispiel den Wahrnehmungsraum zu erweitern oder mehrsträngig zu erzählen und vielleicht auch die ZuschauerInnen mehr mit einzubeziehen. Und da steckt, glaube ich, schon eine große Chance drin. Erstmal ist Digitalisierung ja auch ein gesellschaftlicher Wandel und ein Shift, dem wir seit sehr vielen Jahren irgendwie beiwohnen. Und da, glaube ich, gibt es noch viel Aufholbedarf, gerade im Musiktheater, zu gucken, was ist Digitalisierung? Erstmal eine Begriffsklärung, was ergeben sich daraus für gesellschaftliche Fragen? Wie sind wir davon umgeben? Also, das ist, glaube ich, auch ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt oder eine wichtige Aufgabe, das damit Fragen zu stellen oder ein Narrativ zu finden. Und was ich persönlich interessant finde, ist schon die Möglichkeit, den Zuschauer oder die Zuschauerin wirklich aktiv zu beteiligen. Und da denke ich halt vor allem an so Gaming-Formate. Wenn es möglich wird, Entscheidungen zu treffen selber oder sich selber den Weg durch die Geschichte zu bauen. Also das finde ich ist schon ein Punkt, der spannend sein könnte. Vor allem, weil es dazu führen kann, dass man sich in die ProtagonistInnen besser reinversetzen kann oder es so ein bisschen selber erfährt. Und ja, das interessiert mich zum Beispiel sehr stark.